Für die einen sind sie lediglich ein Transportmittel, das die Bettmeralb im Wallis mit dem Talgrund verbindet. Doch die drei Luftseilbahnen vom Bahnhof Betten zur über 1000 Meter höher liegenden Bettmeralb sind aus vielen Gründen ein bedeutendes Stück Schweizer Seilbahngeschichte. Dreimal Luftseilbahn, dreimal Habegger und dreimal völlig unterschiedliche Technik und Geschichte. Die erste kleine Luftseilbahn nimmt an dieser Stelle im Jahr 1951 den Betrieb auf. Sie dient als Anbindung der Ortschaft Betten an die Bahnstation der Strecke Brig-Disentis und erspart den Einwohnern fortan den mühsamen Fußweg über 370 Höhenmeter. Noch im selben Jahr wird die Anlage um eine zweite Sektion von Betten zur Bettmeralb ergänzt. Weil nur wenige Jahre später mit den ersten Schleppliften auch die touristische Erschließung der Bettmeralb beginnt, ist die kleine Luftseilbahn dem Ansturm schon bald nicht mehr gewachsen. 1965 wird sie daher durch eine größere Luftseilbahn ersetzt. So entsteht eine einspurige Pendelbahn mit einer Kabine für 50 Personen. Besonderheit der Anlage ist, dass es sich um eine Windenbahn handelt. Das Zugseil liegt daher nicht wie sonst üblich in einer vollständigen Schleife, sondern wird auf einer Winde in der Bergstation auf- und abgerollt. Nur wenige Jahre nach der Eröffnung kommt es am 12. Juli 1972 an der Anlage zu einem katastrophalen Unfall, der 12 Menschen das Leben kostet. Nach einem Zugseilriss, bedingt vermutlich durch Korrosion oder Überladung der Kabine, kann auch die Fangbremse nicht verhindern, dass die Kabine ungebremst in die Talstation rast. Die juristische Aufarbeitung des Unglücks dauert Jahre. Die Seilbahn selbst wird umfangreichen Prüfungen unterzogen und ist bald darauf wieder in Betrieb. Mehrfach wird sie im Laufe ihres Lebens saniert, letztmalig 2018 durch Garaventa, und kann heute bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 7 Metern pro Sekunde 300 Personen pro Stunde befördern. Auch die zweite Sektion von Bettendorf zur Bettmeralb wird bereits 1967 durch eine größere Pendelbahn ersetzt. Erneut ist es die Firma Habegger, die den Auftrag für den Bau erhält und an dieser Stelle eine klassische Luftseilbahn mit zwei Kabinen im Pendelbetrieb erstellt. Die Anlage wird erneut mit Kabinen für je 50 Personen ausgestattet, ist aber deutlich länger als die erste Sektion. 1,6 Kilometer misst die Distanz zwischen Tal- und Bergstation. Während einer Fahrt werden rund 730 Höhenmeter und zwei hohe Fachwerkstützen überwunden. Weil die Anlage auch ein gutes Stück schneller unterwegs ist als die erste Sektion, beläuft sich die Fahrzeit aber auf gerade einmal 6 Minuten. Die theoretische Förderleistung liegt dank des Zweikabinenbetriebs mit 600 Personen pro Stunde ebenfalls deutlich höher als auf der ersten Teilstrecke. Im normalen Betrieb nach Fahrplan ist das jedoch irrelevant, da üblicherweise erst die erste Sektion bergauf fährt, dann die zweite Sektion eine Fahrt mit berg- und talfahrender Kabine bestreitet und die einzige Kabine der ersten Sektion erst im Anschluss daran wieder ins Tal fährt.
Seit nunmehr über einem halben Jahrhundert ist die Seilbahnachse von der Station Betten über Bettendorf zur Bettmeralb damit ein fester Bestandteil des Ski- und Wandergebiets in der Aletschregion. Für die überwiegende Zahl der Touristen in dieser Region ist die Achse aber meist nur die zweite Wahl. Seit dem Jahr 1974 bedient noch eine dritte Luftseilbahn die Strecke zwischen der Station Betten und der Bettmeralb. Die Anlage überwindet die fast 1100 Höhenmeter auf direktem Weg und ohne Zwischenstopp. Ihre Talstation kommt beim Bau direkt neben der bestehenden Anlage an der Station Betten zum Stehen. Die Ausmaße sind mit der vorhandenen Seilbahn aber nicht zu vergleichen. Nicht nur, dass die neue Bahn auf einen Betrieb mit zwei Kabinen ausgelegt ist, auch die Tatsache, dass diese jeweils 125 Personen fassen, lässt die Stationsgröße in neue Dimensionen vorrücken. Der Hersteller Habegger untermauert damit seine Bedeutung für die Schweizer Seilbahnwelt. Bereits 1968 kann die Maschinenfabrik aus Thun in Laax die erste derart große Luftseilbahn mit zwei 125er Kabinen eröffnen. Die zweite Sektion zum Grab Marsain folgt gemeinsam mit der Anlage an der Bettmeralb. Einzig Garaventa zieht 1970 mit einer vergleichbar großen Seilbahn am Hochibrig mit. Weitere Anlagen mit dieser Kabinengröße folgen in der Schweiz aber erst in den 80er Jahren. Auf einer Streckenlänge von fast 2,5 Kilometern kommt die Direktverbindung zur Bettmeralb mit gerade einmal drei Stützen aus. Die erste befindet sich bereits auf Höhe von Bettendorf, die beiden anderen dann in der oberen Streckenhälfte. Auch die hohen Fachwerkstützen sind aus jeder Perspektive imposant. 875 Personen können mit den beiden Kabinen ab 1974 je Stunde und Richtung befördert werden. Mit maximal 8 Metern pro Sekunde schweben die Kabinen dabei den Berg hinauf und sind rund 6,5 Minuten unterwegs. Die Fahrzeit ist damit deutlich kürzer als beim Weg über Bettendorf, der zudem noch mit einem Umstieg verbunden ist. Entsprechend wenig erstaunlich ist es, dass die Direktverbindung im Normalfall die übliche Wahl auf dem Weg zur Bettmeralb ist. Lediglich in den Randzeiten des täglichen Betriebs werden die Personenströme üblicherweise über die beiden älteren Sektionen geleitet. Auch die neueste Zubringeranlage an der Bettmeralb hat jedoch im Laufe ihres mittlerweile über 40-jährigen Lebens bereits zahlreiche Sanierungen und Umbauten erfahren. Optisch am auffälligsten ist sicher der Ersatz der beiden Originalkabinen von CWA im Jahr 2007. Die alten Kabinen sind übrigens heute immer noch in der Aletsch Arena anzutreffen und beherbergen auf der Moosfluh und dem Bettemerhorn jeweils eine kleine Bar. Die neuen Exemplare von Gangloff kommen wesentlich moderner daher und verleihen der Anlage einen neuen Glanz. Fassen aber nur noch jeweils 117 Personen. 2011 erhält die Pendelbahn darüber hinaus eine neue Steuerung von Sisak. Jede der drei Luftseilbahnen erzählt damit ihre ganz eigene Geschichte. Und auch in den nächsten Jahrzehnten werden die drei Klassiker von Habegger sicher noch viele Gäste zur autofreien Bettmeralb und wieder zurück transportieren.